Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Boah, das ist aber auch eklig. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. War das bei deinem eigenen Hund? Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich wissen. Und jetzt? Schaut sie raus? Nein, zurückbleiben. Es ist trotzdem... Ja, was machen wir denn jetzt? Die Cops kennen mich nicht. Ich könnte unbemerkt in das Gebäude kommen. Ich muss Ethan warnen. Die Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Ja, aber was soll ich machen? Weggehen. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Suchen wir den Flur ab. Es muss einen anderen Ausgang geben. Mir muss etwas einfallen. Und zwar ganz schnell. Schnell, dreh doch mal die Kamera. Mich hier macht's. Das ist ja die Tür gewesen. Oh, ich kann nicht unter Zeitdruck arbeiten. Controller so zur Seite bewegen, das ist total behindert. Scheiße! Es ist zu hoch. Was könnte ich denn sonst hier noch machen? Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer. Wir dürfen jetzt nicht erwischt werden. Zugriff. Los, hier entlang. Hallo? Ich hab nach unten gedrückt. Die Frage ist halt, könnten wir hier rein theoretisch erwischt werden oder sind wir sowieso safe? Ich glaube, das ist so gescriptet. Ich glaube, man kann hier nicht erwischt werden. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Scheiße! Lieutenant, ein Mann und eine Frau.
Frau kamen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Die U-Bahn! Ein bisschen schneller laufen. Diese, wenn die Kamera sich so wegdreht, ne? Das ist total schwierig mit der Orientierung. Susi, 3 Kupfermünzen Taschengeld. Wenn du Glück hast, sind es immerhin 5 Cent Münzen. Oh nein, der hat doch Angst in Menschenmassen. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, Jason. Sie kommen. Nee, los. Da irgendwie durch. Ja, und jetzt? Hier drüben ist grün. Time-Event, oder? Es kommt bestimmt gleich eine U-Bahn. Wow, als ob die Polizei da nicht rüberkommt. Sie abgehängt, weil wir einfach gut sind. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, krass, direkt den Namen dazu sagen. Und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft, bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Karin, hallo. Ich sag doch, hier ist wenn was ich zu einen essen. Mutmaßlichen Killer ich habe, wenn ich Vor- und Zunamen von diesem hoffe, Menschen okay. im Fernsehen. Wenn der gar nicht der Killer ist, ist das doch übelst Rufmord. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Also mit Madison ist irgendwas komisch. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie ist überall da, wo er ist. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin der Einzige, der Sean retten kann. Es ist sicherer für Sie, Madison, wenn Sie gehen. Gehen? Ethan, die suchen mich auch. Die kennen mich. Ich stecke schon zu tief in der Sache drin.
Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ja, vielleicht ich ist glaube, auch sie der Killer. Zweites Ich testet mich. Sie will jetzt rausfinden, was er weiß. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Mir geht's gut, Karin. Ja? Zum Samstag musstest du halt arbeiten. Oder heute nicht? Nimm, guck mal aus dem Fenster, bitte. Ich dachte, da ist irgendwas. Was haben wir denn für Gedanken? Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Boah, ey. Ist der eigentlich drin? Kann ich mich umziehen? Wir müssen mal kurz auf Toilette. Heute nicht. Sehr gut. Oder Fuchsrabe, du guckst mal nach Assassin's Creed-Teilen. Die sind, glaube ich, aktuell auch alle im Angebot. Assassin's Creed kann ich auch nur empfehlen. Spülen? Jetzt hat man erst schon mal, wo er sich so durchs Gesicht kommt. So, wir gehen jetzt und packen die nächste, falten die nächste Origami-Figur auseinander. Geben uns zu prüfen. Ey, der Arme, ey. Der.
Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Red Silver, Lexington, erledigen Sie ihn. Schicken Sie ein Bild, holen Sie sich Ihre Belohnung. Oh, jetzt müssen wir auch noch zum Mörder werden. Am Ende kriegen die echt Ethan dran als Killer, weil der jetzt hier irgendjemanden umbringen soll. Warum geht Ethan nicht zur Polizei? Da würde er wahrscheinlich erstmal verhaftet werden und verdächtigt, aber... Übertreib halt noch. Ihr Wodka, Sir. Danke. Warum hat er eigentlich wieder seine Special-Brille auf? Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Ich kann Klavier spielen. Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Oh, hier, Susi, mit dem kannst du wetten. Und wer dann? Ah, nee, du wolltest... Ich habe keinen... Achso, doch, du wolltest ja wetten, dass er nicht der Killer ist. Er ist dagegen. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, okay, jetzt haben da wir... Da wäre noch eine Sache. Wieder unser mobiles... Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von... Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Ach ja, der nimmt ja irgendwelche Drogen. Gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber... Es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Cheers, wir trinken einen Schluck. Schiebe ich mir mal kurz in die andere Ecke. Also. Scheiße. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Stimmt, das mit dem Chevrolet, das hatten wir ja am ersten Tatort auch. Sind erst frisch eingetroffen, Susan. Diesen Moment. Bei ihm angekommen. Aber das hatten wir alles, das hatten wir. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Yep.
Alle entfernen, hallo. Akten. Ist hier auch was Neues? Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Hatten wir auch schon. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Guck mal hier, hier gibt's bestimmt was Neues. Oder auch nicht. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Also wenn es danach geht, das würde ja auf Ethan passen. Ich glaube trotzdem nicht, dass alles entfernt. Dass Ethan der Killer ist, das glaube ich nicht. Bei Assassin's Creed musst du an sich ja kein Schisser sein. Aufbau. Weiß nicht, dann vielleicht Anno 1800? Weiß nicht, was das kostet, ehrlich gesagt. Oder Sea of Thieves? Kostet aber 40 Euro. Aber das ist, glaube ich, im Mehrspieler auch sehr witzig. Planet Zoo, es gibt Planet Coaster. Komm ich hier auch irgendwie raus? Gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Lange ist Herbst, ja. Das ist Mike Tyson, oder? Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Ah, okay, das sollten wir rausfinden. Okay. Oh, aber ist das jetzt hier auch so ein Stranger Things-Ding, dass jetzt bei ihm die Nase... Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen, Frau. Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Fuck. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Nein, ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Du trinkst lieber Alkohol, würde ich sagen. Besser als wir trinken uns jetzt, bis er umkippt. Und dann nimmt er wenigstens die. Das ging aber schnell. Er hustet mit geschlossenem Mund.
Spaß. Huh, du bist aber ein harter Schädel, du. Kannst du dir Wasser ins Gesicht spritzen? Das hilft immer. Duschszene. Er hat was an, ja. Ohne Pommes. Aber okay, er hat nicht die Drogen genommen. Das ist ja das, was ich wollte. Ich hab mich wieder. Also diese Nahaufnahmen sehen schon cool aus, ne? So grafisch. Wir sind schon bei 85 mm Wasserhöhe. 150 mm darf es maximal haben. Ah, da ist Lauren. Manfred. Bist du da? Ja, eine Uhr geht falsch. Hast du gesehen? Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren ticken immer weiter. Warum wollte mich Charles Kramer im Golfclub wirklich treffen? Warum beunruhigt es ihn, dass ich gegen seinen Sohn ermittle? Es war verrückt, sie mitzunehmen. Sie will helfen, aber sie ist nur im Weg. Ich muss später mit ihr reden. Schreibmaschinen. Natürlich regnet's. Keiner im Laden. Könnte jemand im Hinterzimmer sein. Wir reden? Was wolltest du eh haben, Fuchsrabe? Das will ich jetzt auch wissen. Hey, Manfred. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Oh, der läuft wie... Als hätte er ein bisschen Durchfall. Nicht zu sehr bewegen. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mache ich. Das Telefon vorne, oder was? Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke.
Prost, Manfred. Also, auf die Freundschaft. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Mach das Lass tief. Mal sehen. Habt ihr noch was vor? Falls du schon mal geschrieben hast heute, sorry, hab ich dann nicht. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Macht Lauren hier mit der Spieluhr? Ein Vergrößerungsglas hinter der Theke. Eine Lupe, also. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Ah, da wünsche ich auf jeden Fall viel Royal Spaß. Speiset und trinket gut. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja, klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Macht's gut, bis bald. Schön, dass ihr da wart. Spieluhr angucken. Der Name des Map Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Manfred ist schon eine ganze Weile. Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? What? What? Oh mein Gott. This town. Oh mein Manfred! Scott? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei.
Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Hauen? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Los. Ja, mein Brillenputztuch, wir reinigen das Telefon. Das war zwar das Fenster, aber wir reinigen auch das Telefon. Wir reinigen vorne die Spieluhr. Reinigen die Lupe. Wir reinigen die Scotchgläser. Da weiß ich, wie das geht. Ich weiß sofort, was ich tun muss. Wo ist die Spieluhr? Wo hat sie... So, was noch? Hier, das Telefon haben wir angenommen. Was fehlt denn noch? Nicht da! Nix. Was fehlt denn noch? Wir haben keine Zeit mehr. Beeilung. Schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Was ist da im Hintergrund? Wo? Oh, der Manfred ist tot.